Hallo, willkommen bei Vivat Vinum. Leopolde war heuer in Klosterneuburg ein ganz besonderes Fest. Warum das so ist, erfahren Sie noch in dieser Sendung. Vorerst aber begleiten Sie uns hier ins Casino Baden zur Verleihung der Goldenen Traube. An wen sie heuer ging, sehen Sie jetzt. Jahre schon prämiert Casinos Austria die besten Weine des Burgenlands mit der Goldenen Traube. Diese Auszeichnung ist somit nicht nur eine der begehrtesten, sondern auch eine der ältesten des Landes. Eine Kategorie gibt es seit Beginn an, das ist der höchst bepunktete Wein der Landesprämierung. Abwechselnd ein Weiß-, Rot- und Süßwein. Heuer sind wir hier beim Süßwein gelandet. Und es gibt zwei weitere Auszeichnungen, eine für das Lebenswerk und eine für herausragende Leistungen für den pannonischen Raum. Für den besten Prädikatswein prämierte man Hans Tschieder aus Illnitz. Er ist einer der Global Player in Sachen Süßwein. Ich war jetzt 4 Jahre hintereinander Sweet Winemaker of the Year in London. Und ich suche die Ausgewogenheit in den Weinen. Säure, Zucker, Alkohol, das muss eine Linie sein. Und so komme ich auf meine Qualität. Zum Galamenü bekam man die Weine der Preisträger kredenzt. Insgesamt ehrte man diesmal 4 Personen. Die Goldene Traube für das Lebenswerk ging an Top-Winzer Georg Stiegelmaier, einen Pionier des burgenländischen Weinbaus aus Golz, der 1995 als erster burgenländischer Winzer zum Winemaker of the Year in London wurde. Das Interessanteste ist einmal, das Weinwerden zu beobachten, in Weingarten zu sein und so. Also das ist das Schönste gewesen. Die Liebe zum Wein hat nicht nur Winzer beflügelt, sondern auch Menschen wie Sepp Seiler, ein Allrounder, der sein Leben der Gesellschaft und dem Wein widmet. Das ist eine ganz tolle Auszeichnung für uns, weil wir haben in den letzten 30 Jahren sehr viele Impulse eingebracht. Und alles, was man in den Menschen gibt, in die Gesellschaft hinein investiert, kommt irgendwann zurück. Und das ist jetzt soweit. Es ist die Ehre, die man jetzt bekommt. Eine Ehre, über die sich auch Familie Michlitz freuen durfte. Sie erhielt die Goldene Traube Pannonien für ihre grenzüberschreitenden Leistungen in dieser Region. Miteinander haben wir geschafft, einen Betrieb in Österreich und in Ungarn aufzubauen. Und natürlich sehr wichtig auch unsere 3 Buben, dass wir miteinander ein Team sind, die zusammenhalten, und somit ist auch diese schwierige Arbeit ganz leicht zu machen. Gemeinsam statt einsam lautet das Motto aller Preisträger. Somit wird natürlich auch im Kreise der Familie gefeiert. Wenn die so auf der Bühne stehen und strahlen und einmal vor den Vorhang geholt werden, dann ist man eigentlich den Tränen fast nahe, weil man hier mitfühlen kann, wie sich diese viele Arbeit plötzlich lohnt, wenn man hier besondere Winzer auszeichnet. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Denn der burgenländische Wein hat ein tolles Renommee, ebenso wie Casinos Austria. Wir sehen uns als Casinos Austria auch als ein wichtiger Spieler im Gefüge des österreichischen Tourismus. Das ist eine tolle Sache, das hilft vielen und dann sind wir dabei. Absolute Gewinner dieser Verbindung sind jedoch Gäste und Weinfreunde. Und genau so soll es auch sein. Leopoldi wurde heuer in Klosterneuburg ganz besonders gefeiert. Grund dafür war das 900-Jahr-Jubiläum des Stiftes Klosterneuburg. Direkt vor den Toren Wiens liegt die historische Weinstadt Klosterneuburg. Die Weingärten der Gegend gehören zur gleichnamigen Großlage. Mit 150 Hektar wird diese von hervorragenden Winzern und natürlich vom Stift Klosterneuburg bearbeitet, das seit seiner Gründung hier schon Weinbau betreibt. So wie in vielen Weinbaugebieten Österreichs waren es auch die Römer, die hier den Wein kultivierten und dann letztendlich waren es die Klöster, die mit ihren Lesehöfen in Klosterneuburg den Wein weiterentwickelt haben. So hat sich die Geschichte des Weinbaus mit Klosterneuburg verbunden. Wir liegen an der Donau, so wie viele Donautäler sind wir prädestiniert für Weinanbau. Diese tiefgründigen, fetten Böden, die wir hier haben, bringen immer sehr, sehr gute Qualitäten, vor allem mit einer schönen Säurestruktur, auch in sehr reifen Jahren.
die Weine werden sehr harmonisch und angenehm zu trinken. Und genau das schätzen die Gäste der zahlreichen Veranstaltungen, die heuer ganz im Zeichen des 900-Jahr-Jubiläums des Stiftes Klosterneuburg stehen. Gegründet wurde es vom heiligen Leopold, dem Landespatron von Wien und Niederösterreich. Ihm zu Ehren feiert man jedes Jahr das Leopoldifest. Rund um den 15. November verwandelt sich Klosterneuburg 4 Tage lang in einen großen Festplatz. Also ich finde es dabei sehr cool. Ja, es ist immer sehr viel los und es ist immer eine gute Stimmung. Einzigartig finde ich das Fasselrutschen, das wir aber noch gar nicht probiert haben. Magst du dann Fasselrutschen? Weißt du, was das ist? Ein über 200 Jahre alter Brauch der Winzer, die früher, nachdem sie das Fass befüllt hatten, einfach daran heruntergerutscht sind. Heute glaubt man, dass es Glück bringt und dass Wünsche wahr werden, wenn man über das 1000-Eimer-Fass rutscht. Ich liebe dieses Fest, weil es eine Tradition hat, die ich toll finde. Es ist lustig und alle Leute sind gut aufgelegt. Und es geht durch alle Bevölkerungsschichten und Altersschichten. Kurzum, Spaß für jedermann. Mit viel Musik und einem Rahmenprogramm, das auch Gäste von auswärts anlockt. Wir sind aus Bingau. Wir machen da eine Männerwallfahrt, also von der Pfarre aus. Seit 57 Jahren kommen wir nach Klosterneuburg. Und das ganz sicher auch wegen dem guten Wein. Ja, die Weine sind sehr gut, vor allem der Junge. Und das ist eine wunderbare Sache. Jedes Jahr sind wir da am Leopoldifest und genießen das natürlich. Die Weine sind sehr gut, kann man nicht sagen. Das steht wohl außer Frage, denn Klosterneuburg ist die Heimat der ältesten Weinbauschule der Welt. Von diesem Wissen profitiert natürlich auch die örtliche Weinwirtschaft. Ich denke schon, dass wir ganz wichtig sind für die Entwicklung der Klosterneuburger Weine, weil wir eben technische Möglichkeiten haben, das Wissen haben und auch sehr gute Lagen, das muss man auch sagen. Beste Voraussetzungen also für hervorragende Weine, die man das ganze Jahr über auch in einladenden Buschenschenken verkosten kann. Und natürlich bei den zahlreichen Weinfesten, die den Jahreslauf von Klosterneuburg prägen, der Heimat des österreichischen Weinwissens. Wein und Wild sind das Thema der nächsten Sendung. Genau richtig für die bevorstehenden Feiertage. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Adventszeit. Wir sehen uns. Bis dann.